Willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. In dem letzten Part hatten wir die Stadt Teak City erforscht und außerdem noch die Turmruine, wo sich die drei legendären Raubkatzen-Pokémon Suicune, Raichu und Entei befunden haben. Und ja, in diesem Part werden wir uns mal die Arena vornehmen und damit vielleicht den vierten Orden bekommen. Das wäre gar nicht mal so übel. Okay, das sieht sehr skurril aus. Ja. Hey du, zukünftiger Champ! Die Trainer dieser Arena haben sich auf dem Pokémon vom Typ Geist spezialisiert und setzen sie hemmungslos gegen jeden ein, der es wagt, sie herauszufordern. Geist-Pokémon sind ein bisschen wie Gespenster und Phantome. Wenn du also versuchst, ihnen mit roher Gewalt beizukommen, wirst du damit nur wenig Erfolg haben. Sehr schön. Oh, das sieht sehr geil aus, ne? Also ich finde, diese Arena jetzt sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich meine, die wurde, glaube ich, am meisten verändert. Also wenn man das jetzt mit früher vergleicht, ne? Sieht wirklich jetzt sehr, sehr cool aus. Und früher sah das nicht so cool aus. Und, warte, okay, ich sehe schon. Ich denke, der Weg sollte an sich so, nicht so offen sein wie gerade. Denn, ja, ich habe so ein Gefühl, dass das so ein Emulatorfehler ist. Denn ich kann ja alles sehen. Und ich denke, an sich sollte alles dunkel sein. Und man sollte nur die... Also das Licht bei den Trainern sehen. Kann es sein? Also, ich denke, so sollte es ungefähr sein. Kann mich aber leicht irren, wie immer halt, aber ich würde mal so sagen. So, ich mache mal Evoli an der ersten Stelle. Also, ich habe es schon auf der ersten Stelle gemacht, was sehr cool ist. Ich habe es offscreen jetzt auf Level 20 trainiert. Manfred und Ziggy habe ich auch auf Level 30 trainiert, also ein Level hinzu gemacht. Damit, ja, einfach weil ich es gerade wollte, ne? Also ich musste ja Evoli trainieren und dabei sind die beiden auch zum Einsatz gekommen und sind dabei auch stärker geworden, was an sich auch sehr viel Sinn macht. Ich werde weiterhin Evoli so trainieren, denn ich denke, das ist eine gute Art, Pokémon zu trainieren, ne? So, nochmal wechseln zu Evoli und dann zu Siege, denn ich habe Angst, dass mein Manfred hier sterben könnte. Was? Die hat vier Pokémon? Ey, die wird jetzt wohl nicht die selbe Taktik einsetzen, oder? Komm, oh, ey, das kannst du jetzt nicht bringen, oder? Alter, ist das schwul. Ey, das ist viel zu schwul. Und ich verliere... Ich werde jetzt nochmal KP verlieren. Warum denn? Oder? Warum verliere ich zweimal KP? Das macht doch keinen Sinn. Blöd, doof. Wieder zu Evoli. Okay, das wird mir irgendwie zu gefährlich, das Ganze. Aber ich muss es dennoch wagen. Okay, Horrorblick, sehr gut. Ich dachte schon, er würde nochmal Dings einsetzen. Das wäre nicht so klug. Also es wäre an sich nicht gut für mich, also es wäre gut für sie, ne? Denn sie würde es vielleicht schaffen, eins meiner Pokémon zu töten. Und damit hätte der Arena-Leiter eine kleinere Gefahr, sagen wir es mal so, ne? Und ja, ich werde diesmal nicht wechseln, denn ich möchte es ganz ehrlich gesagt nicht drauf ankommen lassen. Und ja, ich stört einfach an diese komischen Nebulax hier, damit wir die schon weg haben. Sehr gut. Und noch ein weiterer. Also, ich hoffe, dass mein mein Evoli jetzt demnächst mal Biss lernt. Das wäre nämlich sehr, sehr nützlich in dieser Arena hier. Und, ja, das wäre jetzt sehr, sehr vorteilhaft. Also ich hätte wirklich mal gucken müssen, wann es diese Attacke erlernen wird. Denn ich denke, es sollte jetzt nicht allzu lange dauern. So gegen Level 20, denke ich. Ah, seht ihr, auf einmal ist es so... Ist das Licht fort, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das Ganze sehr skurril aus. Ich werde aber kurz meine Pokés heilen müssen, denn... Ja, das war etwas zu krass, ne? Also... Diese komischen Nebulax hatten hier wirklich sehr gut Schaden zugefügt mit dem Fluchkack. Das hätte natürlich nicht passiert, also das wäre nicht passiert, wenn ich nicht die ganze Zeit meine Evoli gewechselt hätte, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber man muss halt, ja, Prioritäten setzen, ne? Und ich wollte halt, dass mein Evoli Erfahrungspunkte bekommt, damit ich das irgendwann demnächst auch entwickeln kann. Und ich laber viel zu viel, aber ich denke, das ist auch der Sinn eines Let's Plays und daher draufgeschissen. Es macht Spaß zu labern, bis zum geht nicht mehr. So, und wieder zurück. Wie viele Trainer befinden sich hier überhaupt? Ja, und hier ist wieder das schwarze Dings. Warum ist das schwarze Dings wieder da, Mann? So. Okay, also vom Weg her sieht es aber genauso aus wie früher, so, ne? So einigermaßen.
keine Ahnung, egal, drauf geschissen. Ich möchte jetzt hier nicht argumentieren, ob es gut oder das gut remaked wurde oder nicht. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ich muss mich eher um anderes kümmern, denn Apollo ist ein guter Drecksack und er könnte mich eventuell töten. Aber auch nur eventuell. So, Kung Fu Strahl ist ein guter Schachzug, gefällt mir. Aber dennoch probiere ich ihn anzugreifen mit Surfer und das geht daneben, was sehr uncool ist. Und er kommt. Alter, warum machen die alle diesen Kack hier, Mann? Ey, ich muss hier aufpassen, ne? Okay, ich riskier's nochmal. Komm bitte, triff ihn. Sehr, sehr gut. Alles, alles, alles. Oh yeah, Volltreffer. Ja, ich bekomme jetzt nicht allzu viele KP zurück, aber okay, besser als nichts, ne? Und hier verlieren wir wieder sehr, sehr viele Dinger, was uncool ist. Ich wechsle hier lieber zu Manfreds. Denn die Verwirrung ist ja noch nicht aufgehoben, ne? Also ich muss sagen, die machen sich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Feuersturm. Ey, wirken Bodenattacken auf diese Geister hier? Oder haben sie alle Schwebe? Ich denke, nur Gengar hat Schwebe, kann es sein? Ich muss das wirklich nachgucken, denn, das sollte man wissen, denn ich möchte keine Mitglieder mehr verlieren und daher sollte ich mich eher informieren lassen, bevor ich den Arena-Kampf anfange. Und, ja, so, ich werde mal, zu Manfred wechseln hier und ich sollte wirklich aufhören, so mein Evoli zu trainieren, denn das kann wirklich mal ins Auge gehen. Ich denke, es wird auch irgendwann mal schief gehen. Okay, Feuersturm sollte es machen. Komm, mach es. Oh yeah, sehr gut. Kleopatra. Sie sieht sehr cool aus. Und warum sind hier nur alte Damen? Ich finde das irgendwie sehr uncool. Hier sollten auch so Opis sein, ne? Also alte Opas. Das wäre auch cool. Kann man diese... Nee. Kann die nicht überspringen. Ich dachte mir, das würde klappen. So, mit wem soll ich hier ins Gefecht starten? Okay, sie werden jetzt alle irgendwie ein Level bekommen. Also fast alle. Und das werde ich natürlich ausnutzen, um es auch zu machen. Zuerst mal Manfred. Das hier sollte die letzte sein, kann es sein? Also, ja. Nebula, Level 18. Okay, das geht ja noch. So, frisst Flammenrad, Mann. Ich denke, er wird nicht sterben. Er stirbt, sehr gut. Ja, denn er ist ja mit seinem physischen... Ne, warte, er ist ja stärker auf seinem physischen Dings als auf seinem speziellen, glaube ich, ne? Ich denke schon, deshalb so... Oder warte, was auf... Ich bin doof, ich muss das nachgucken. Okay, sein Spezialangriff ist viel stärker als sein physischer, das heißt, Flammenrad ist viel schwächer als Feuersturm, aber ich denke, das sollte ausreichen, um die meisten Geister hier zu töten, aber bei Apollo bin ich mir da eher unsicher, deshalb mache ich einfach mal Feuersturm. Oh yeah! Und Level Up, sehr nice. Sternschauer. Sternschauer sagt, es ist eine normale Attacke. Ich könnte sie durch Rückzug austauschen, aber das hier hat Erschlaggarantie. Das heißt, kann mir ab und zu helfen, falls das Pokémon schneller sein sollte als meins. Also deshalb mache ich mal, ich lerne es ihm nicht bei. Ich werde es ihm nicht beilernen. Sollen wir wieder zu Kapuze wechseln? Ich weiß nicht, warum ich gerade wieder benutzt habe, weil ich es kann bestimmt. Und ja. So. Logischerweise reicht das aus, was sehr cool ist. Und der Kampf ist damit auch vorbei. Xenia, verloren, verloren. Hast du nicht gesehen. So. Okay, hier ist der Arena-Leiter, den werden wir noch nicht anfassen, denn der ist schwul. Ne, der ist nicht schwul, aber wir sollten zuerst mal unsere Pokémon aufhalten. Und ich denke, ich werde noch, okay, warum ruft mich jetzt Lyra an? Keine Ahnung, drauf geschissen. Ich werde noch meinen Quapuzzi auf Level 31 trainieren und mein Evoli werde ich auf 21 bringen. Ne? Ich denke, ein Level kann es ab und zu wirklich ausmachen. Daher werde ich das natürlich auch ausnutzen. Ich denke, ja, ist eine gute Sache. So. Okay, jetzt noch den anderen, aber... Ich möchte den nicht, hier nicht trainieren, das... Verdammt, gibt es keinen besseren Platz, wo man das tun kann? Ich bin mir gerade definitiv... ich scheiße einfach drauf. Ich denke sowieso, den ersten Kampf kann ich mit Quapuzzi machen, denn dadurch, glaube ich, sollte er sein Level Up bekommen.
Wenn nicht, dann eben nicht. So, gehen wir zum Arena-Leiter. Oh yeah, das wird jetzt spannend, glaube ich, ja. Denn ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird, ganz ehrlich. Ich habe auch jetzt keine Strategie entwickelt. Ich gucke mal nach, was ich machen könnte. Natürlich werde ich mich immer noch auf die Hypnose verlassen. Die wird mir bestimmt helfen. Regentanz werde ich diesmal auch ausnutzen. Wie das letzte Mal halt. Und ja, ansonsten einfach draufkloppen, bis etwas geschieht halt, ne? So, willkommen! Hier in Tick City werden Pokémon schon seit je als mystische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal, einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden. Und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Der ist irgendwie sehr, sehr arrogant, der Jens, ne? Also im Anime war er jetzt nicht so arrogant, wie er gerade so voll rumgespackt hat. Denn da klang er sehr lieb und er war eher freundlich, aber hier klingt er sehr, sehr arrogant. Wirklich übelst. Finde ich jetzt nicht so cool. Mann, muss dieser Kack immer sein, ohne Spaß. Das nervt mich jetzt übelst. Mann. Was ist das für ein schwulen Kack, ey? Ist das mal blöd? Komm, das regt einen einfach tierisch auf, ne? Gengar, ach so. Naja, wechseln wir zu Fritzi. Ach ja, übrigens, wenn Fritzi stirbt, muss ich den nicht freilassen, denn er ist mein VM-Sklave. Und VM-Sklaven darf ich beibehalten, um meine VMs zu benutzen. Und er Zertrümmerer und Zerschneider. Das heißt, auch wenn er jetzt in diesem Kampf sterben sollte, was er definitiv tun wird, muss ich den nicht freilassen. So, ich wollte mein Ding teilen. Supertrank. Er hat sofort sein stärkstes Pokémon genommen, was sehr uncool ist für mich. Horrorblick. Okay, ich habe jetzt einmal Dings eingesetzt, einmal Supertrank, das heißt, ich kann den nicht mehr benutzen, aber ich kann auch weitere Tränke benutzen. Ich kann jetzt noch einmal Trank benutzen, einmal Hypertrank, einmal Sinelbeere und Kraftwurzel auch noch. Also, ist schon eine gute Sache. So, ich werde mal hier nichts einsetzen, denn ich kann hier nichts einsetzen. Gengar ist nämlich immun gegen alles. Und kann ich hier nichts benutzen, um es irgendwie zu schwächen oder so? So Kampf-Items? Anscheinend nicht. Sieht sehr schlecht aus. Okay, dann mache ich einfach zur Trümmer oder keine Ahnung. Warum verliert Gengar so viel Zeit? Was soll denn der Mist? Verdammt, der Regen wird jetzt weggehen. Komm, töte ihn, Mann. Ey, sag mir nicht, dass mein Regen jetzt verschwindet. Mein Gott, ey, ich hab so viel Pech, das kann's nicht geben. So, ich gehe wieder zu meiner geilen Taktik. Oh yeah, Bitches. Sehr gut. Sehr gut. Schlaf du ruhig weiter, Gengar. Schlaf ruhig weiter. So, ich mach mal Regentanz, um Surfer zu verstärken, was auch Sinn macht. Läuft bisher gar nicht mal so übel. Und Surfer. Wurms. Nicht übel. Der hat mehr als die Hälfte verloren. Das heißt, er wird den nächsten Angriff... Mir ist gerade die Lust vergangen zu labern, denn einfach mal, ja, genießt einfach, Leute, genießt einfach den Kampf hier und guckt euch einfach mal dieses, keine Ahnung, traumhafte Battle an, whatever. Sehr gut, okay, damit hatten wir sein stärkstes Pokémon down und wir bekommen noch ein Level Up hinzu, sehr gut. Hat er ein stärkeres, ich denke, er hat wirklich noch einen Kramux, kann sein. Das wäre natürlich sehr, sehr ekelhaft. Aber, ja. So, ich mache einfach die ganze Zeit noch Surfer, denn mit Surfer geht es. Habt ihr gerade gut gesehen beim Gengar, ne? Es klappte sehr gut. Okay, der Gegner hat aufgehört, aber ich denke, das hindert mich nicht daran, weiterhin Surfer zu kloppen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, sehr gut. Horrorblick, wozu dient ihm das jetzt? Ich meine, der ist doch gerade voll am Arsch.
Na klar. So. Nochmal Surfer, der sollte jetzt krepieren. Okay, der überlebt es wieder mal. Nee, meistens ist es so, wenn die Trainer ihre Tränke einsetzen, dass die Verteidigung eines Pokémon irgendwie gesenkt wird. Ich weiß nicht warum, aber es ist meistens so. Keine Ahnung. Und hiermit hatten wir den Sieg an uns genommen. Oh yeah. Kein Mitglied verloren, sehr, sehr traumhaft. Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich noch nicht viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals... Aber gut. Hier, nimm diesen Orden. Phantomorden erhalten. Dum, dum, dum. Mit dem Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacke Surfer außerhalb vom Kämpfen einsetzen. Und jetzt nimm bitte auch noch das hier. TM30 sollte Spukball sein. Darin befindet sich Spukball. Dieser Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden bei deinem Gegner, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Traumhaft. Okay, jetzt machen wir eine kleine Abkürzung und teleportieren uns sofort außerhalb der Arena. Okay, ich dachte schon, irgendjemand würde mich jetzt anrufen oder so. Also ich meine im Spiel selbst. Denn meistens, wenn man irgendwie einen Arena-Kampf macht, kommen so voll die Telefongespräche zustande, die ich mir irgendwie nicht erklären kann, aber whatever. So, kurz Pokémon auffallen. Ich muss sagen, der Kampf verlief besser, als ich erwartet hätte. Also ich dachte mir schon, dass dass Gengar sehr gefährlich sein würde. Denn Gengar ist immer gefährlich und ich dachte mir, das kann jetzt schief ausgehen. Aber wir haben den sehr gut gekloppt, muss ich sagen. Das mit der Hypnose war gar nicht mal so schlecht von mir, wie immer halt. Und ich muss sagen, ich hatte mal wieder Glück, dass die Hypnose überhaupt getroffen hat, denn die Chance ist ja nur zu 70% und bei mir geht es ja meistens sehr schief aus. So, ich werde Spukball Evoli beibringen, denn, ich kann es keinem anderen beibringen und ich werde es natürlich so ausnutzen, ne? Ich meine, Spukball ist eine sehr, sehr gute Attacke und, das einem Mitglied beizubringen wäre gar nicht so dumm. Ich werde mal Heuler wegmachen. Und ja. Damit hätte auch Evoli jetzt mal eine gute Attacke, mit der er sich wehren kann. Und yeah. So, der bekommt gleich noch ein Level Up. Ist das mal cool? Ich mach mal Evoli auf der Front. Und gucken, wo wir uns jetzt hinbegeben müssen. Ich denke nach Osten. Nee, nach Westen. So, hier sollte es sein. Ne? Was gibt's, Mann? Sag mal, wo kommst du nochmal her? Was? Aus Neuborkia? Aber das ist doch... Ja, das ist die Stadt, in der Professor Lind wohnt. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Alter, du bist ja voll der Blitzmerker. So. Ach ja, wir können jetzt Surfer einsetzen. Also auf der Landkarte selber, nicht nur im Kampf. Ist cool. Also ich denke, jetzt könnten wir an einigen Plätzen vorbeischauen und uns eventuell einige Pokémon einfangen, ne? Es gibt ja einige Routen, die man nur zu Surfer erreichen kann und ich denke, das werden wir auch machen. Also ich werde mir offscreen mal angucken, wo man überall hingehen kann und hier kann man ein Pokémon begegnen, das ich aber nicht machen werde, denn in der Nacht kommen ja nicht so gute Pokémon. Also ich werde mich zuerst mal erkundigen, was man hier alles bekommen kann und dann erst werde ich gucken, ob es sich lohnt, in der Nacht im wilden Gras rumzuschnüffeln oder halt in der Nacht. So, ich werde mal kurz hier speichern, denn man weiß ja nie, wann sich das Spiel aufhängen kann, denn ihr wisst ja, im letzten Part hatte sich das Spiel einigermaßen aufgehängt und das war nicht so cool. Und wenn man aber speichert, ist die Gefahr nicht mehr so groß, dann muss man nicht alles wieder von vorne machen. Und ich hätte jetzt ungern Lust, nochmal den Arena-Kampf zu machen, ganz ehrlich, denn das wäre mir viel zu viel, das wäre viel zu viel zeitaufwendig und ich bin ja zeitgeil, deshalb, ja. So, Dudu, Level 16. Ich denke, das hier können wir mit Spuckball nicht treffen. Sehr doof. Ich mach mal Rotenschlag. Damit ich die Verteidigung senken kann. Und jetzt klopp ich mal Zackel drauf. Fast alles. Dang it. Okay, easy going. Sehr, sehr nice. Also verläuft sehr gut. Mein Evoli ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Es kann mittlerweile eigenständig kämpfen, das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich mache wieder mal roten Schlag, ich denke, das ist aber an sich gar nicht nötig. Okay, senkt meinen Angriff, das heißt, es kommt auf das Gleiche hinaus. Ich werde mal Tackle kloppen
um zu gucken, ob es ihm auch so mehr als die Hälfte abzieht. Und das tut es ja sehr gut. Sehr gut, also ich hätte vorhin auch nicht guten Schlag einsetzen sollen, denn an sich ist es gar nicht nötig. Ich muss ja sowieso zweimal Tackle einsetzen, um es zu töten, daher... Okay. Bei Vogelschlag bekomme ich immer Angst, ganz ehrlich. Sehr gut. Ich denke, Dodo hat auch Verfolgung, deshalb habe ich hier auch ab und zu Angst, meinen Pokémon auszutauschen. Und ja. Gut, dass nichts schief gegangen ist. Das freut mich mal wieder sehr krass, Mann. Und tot. War's das? Sehr gut. Vogelfänger Timo. Okay, ich dachte mir, der würde mir auch gerne seine Nummer geben, ne? Denn irgendwie sind die Trainer in diesem Spiel voll nummergeil. Sie wollen alle meine Nummer haben. Bei den Mädchen kann ich es ja noch verstehen, also bei den Damen, ne? Ich meine, von mir aus können sie mir alle ihre Nummer geben. Also, ja, versteht sich. Also, wenn sie gut aussehen. Ansonsten aber nicht, ne? Denn, ja, was soll ich damit, ne? Und, ja, kann ich gegen den ankämpfen? Kann ich dem Beef geben? Der hier sollte Dings-Pokémon haben. Warte, ich setze mal hier Trank ein, denn man weiß ja nie, was die Pokémon drauf haben. Falls er auf die Idee kommen sollte, auch Verfolgung einzusetzen, sollte es dann mein Pokémon überleben können. Ne? Also das ist wirklich eine Attacke, die mir sehr viel Angst macht, Verfolgung. Ne? Auch wenn man das Pokémon austauscht, kann er gegen einen immer noch treffen. Das finde ich sehr, sehr unfair. Und da muss man wirklich sehr aufpassen. Er hat nur einen Felino? Okay, ich denke, das hier kann ich definitiv töten. Mit Spuckball. Bums. Okay, Schlammbombe. Okay, sehr gut. Bums. Kommen wir... nicht so viele Erfahrungspunkte. Naja, besser als nichts. So, ich hoffe aber, dass sich mein Evoli jetzt nicht entwickeln wird. Also, ich denke nicht, aber es kann ja gut sein. Denn ich möchte es nicht in ein Nachtzahl entwickeln, sondern in ein Psyana. Und das kann es nur, wenn es Tag ist. Wenn es sich in der Nacht entwickelt, dann wird es zu einem Psyana. Also zu einer Nachtara. Ah, Mann. Mein Gott, warum verwechsel ich immer diese komischen Sachen, Mann? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Vati. Hier wechsle ich lieber. Denn ich weiß nicht, was Vati drauf hat und ob es stark ist. Donnerwelle ist schon ein guter Anfang. So, hier klopp ich mal Feuersturm. Und sehr gut. Wir kommen durch die Paralyse hindurch, was sehr cool ist, Mann. Oh yeah, sehr gut. Dun, 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 dun. Irgendwie habe ich gerade sehr, sehr übelst Bock, Pokémon zu zocken. Also, ja, diese Nuzlocke. Denn im Moment sieht es sehr gut aus für mich. Und wenn es für mich gut aussieht, bin ich sehr froh. Wenn es sehr scheiß für mich aussieht, dann bin ich eher unfroh. Was irgendwie auch Sinn macht. Fressspuckball. Enton, 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 Enton. Ich mag Enton. Warum muss ich den jetzt töten? Das tut mir fast leid. Das könnte mir leid tun, wenn es mir nicht leid tun würde. Ich muss ihn leider töten, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Anton. Oh. Seht ihr, das meine ich, es ist sehr riskant, mit Evoli zu kämpfen. Immer noch, ne? Ich denke, irgendwann wird es schief gehen. Ich habe so ein Gefühl, ne? Kumu-Milch. Fresskopfnuss. Mittlerweile können die Trainer auch Items benutzen. Das ist ja sehr, sehr fair. Aber ich finde das gar nicht mal so übel, denn die, ja, also, damit zeigen sie endlich mal etwas Intelligenz, ne? Okay, ich kann jetzt Tackle durch Ruckzuckip ersetzen, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Und ja, schon mal eine gute Sache. So, ich sollte jetzt definitiv meine Pokés aufhören, denn sie sind gerade etwas im Eimer. Zumal mein Dings, mein Evoli ist gerade sehr, sehr schlecht dran. Nein, nicht! Warum müsst ihr... Ein bisschen früher gab es ja den Kampfwander. Mit dem konnte man ja, was konnte man damit? Ja, man konnte mit Trainern kämpfen, die mit denen man schon bereits gekämpft hatte. Man musste nur, glaube ich, 100 Schritte machen und dann konnte man es einsetzen. Und das fand ich viel besser als das mit den Nummern. Was soll denn der Mist? Ich meine, das ist viel, viel zu anstrengend und sehr kompliziert und blöd. Früher, keine Ahnung, das mit dem Kampf an, dass sie in Pokémon Feuerrot gemacht haben, fand ich sehr viel besser. Also es war viel leichter zu bedienen und man konnte einfach mit jedem Trainer wieder kämpfen, den man schon einmal gekloppt hatte. Und ich denke, die Pokémon sind auch mit der Zeit stärker geworden. Das kann, glaube ich, auch sein. Also, das fand ich geil. Also, das konnte man auch sehr gut ausnutzen, um in der Nuzlocke Challenge seine Pokémon sehr gut zu trainieren. Also, das hatte ich auch gemacht in meiner Feuerroten Edition. Also, ich hatte es ja... Ja, ich hatte es ja gespielt, ne, in der Nuzlocke halt. Ich hatte es nicht aufgenommen, also einige Leute denken, ich hatte es aufgenommen. Nee, Leute, ich habe das privat gezockt, also,
Ja, für mich selber, nicht für euch. Und ja, da konnte ich sehr gut trainieren. Und ja, ist wirklich eine gute Sache. Hier hat man das leider nicht mehr zur Verfügung, was ich sehr schade finde. Denn das könnte man auch hier auch sehr gut ausnutzen. Und hier muss ich Schutz einsetzen, denn ich möchte keinen Pokémon begegnen. Ich will zuerst mal gucken, was man hier bekommen kann. Muss der mir jetzt den Weg zusperren? Ist das mal ein Drecksack? Alter, ist das ein Drecksack, Mann. Ich denke, das hier ist so eine Psi-Magie, ne? Okay, kein Psi-Magie, aber dennoch hat er einen Psycho-Pokémon und wir haben Spuckball. Und Psycho-Attacken, also Geist-Attacken sind effektiv gegen Psycho-Pokémon. Ach, sehr schön. Mimikry. Oh. Ey, war der Geist-Attacken? Ich denke, Geist-Attacken wirken nicht auf normale Pokémon. Daher bringt es ihm jetzt nicht allzu viel, falls er das einsetzen würde. Bums. So, tot. Und wir haben sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Das freut mich immer wieder. Sehr gut. Nein, das kannst du jetzt nicht bringen, ne? Ich mag dich nicht. Lass mich bitte gehen. Warum wollt ihr alle meine Nummer haben? So beliebt bin ich doch gar nicht. So, hier mal Schutz einsetzen. Denn ich möchte keinen Pokémon begegnen. Und Evoli mache ich mal von der Front weg, denn es ist viel zu schwach und hier würden dann doch noch wilde Pokémon auf mich zukommen. Hallöchen, du bist doch bestimmt so nett und lässt mich mal sehen, welche Pokémon du dabei hast, oder? Klar, Mäuschen, für dich jeden Tag. Und ich denke, das ist so eine Schnecke. Ja, das ist wirklich so eine Schnecke. Utah ist die gute. Für so eine Schnecke würde ich nie... Also bei so einer Schnecke könnte ich nie Nein sagen. Ne, also... Ne, versteht er? Also... Als Mann hat man da nicht allzu viel Wahl, sagen wir es mal so. Ne? Jetzt werde ich wieder mal pervers. Ne, nicht mal. Aber ich meine einfach mal so. Keine Ahnung. So. Pflanzen-Pokémon sind sehr leicht zu kloppen, was mich gerade sehr freut, aber die sind immer noch viel zu schwach. Was an sich gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, ja, ich würde schon gerne mehr Erfahrungspunkte bekommen, aber ja, so geht's auch. So, hier gibt es nichts mehr, oder? Nö. Okay, dann kann ich ja gleich mal hier weitermachen und hier sollte auch noch irgendwas sein. Nein. Okay. Route 39. Okay, wieder mal eine neue Route. Chabos wissen, wer der Babo ist, ey. Also das ist... Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Einfach sein Name erinnert mich irgendwie so voll. Babo, ey. Ja. Frag mich jetzt nicht, wie ich auf so einen Scheiß komme, ey. Und ich... Warte. Nee, ich sage einfach gar nichts. Ich denke, ich lasse euch einfach mal in eurer Fantasie leben, was ihr gerade davon haltet, dass ich das gerade gesagt habe. Wenn überhaupt. Ich bin cool. Nee, bin ich nicht. Egal. So, wir sollten... Okay, wo sind die Taurus-Viecher? Die sollten irgendwo hier rumlungern. Also früher standen hier sehr viele Taurus-Viecher. Ableitieb, nice. Ich hoffe, das kann irgendjemand erlernen, denn das ist eine gute Kampfattacke. Und ja, und warum stehen hier zwei Bäume? Ich weiß nicht, wer mir Bäume stehen, Mann. Was gibt's bei dir? Der möchte wieder Fotos von mir machen, aber ne, nicht mit mir, ne? Privatsphäre und so, ne? So, gibt's hier etwas in der Mülltonne? Nö. Unser Mülltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig darum, ja, sehr krass, also verrückt. Unsere Milch wird sogar in Kanto geliefert. Okay. Ja, dann werden wir mal dem Mülltank helfen und ich konnte gerade, ja, die andere Tür benutzen, ne? Also, sie haben... Hä? Also hier gibt's eine Tür, die vom Stall zum Haus führt. Das macht ja auch so viel Sinn, ne? Ich meine, das bringt es einfach übelst nicht. So, das hier sollte krank sein und dem werden wir jetzt mal helfen. Sinalbeere geben, klar. Okay, wie viel Sinalbeere muss ich dem jetzt geben? Habe ich überhaupt noch Sinalbeeren? Ich denke, ich habe keine mehr dabei. Naja, wenn wir wieder neu haben, werden wir uns hier wieder zurückbegeben und gucken, was wir hier bekommen werden. Dann, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir was. Und hier muss unbedingt noch ein Trainerkampf auf mich zukommen. Maximo, und warum kommen hier so viele Psycho-Trainer? Also, so viele sind es jetzt nicht, aber naja. So, ich würde aber sagen, Leute, wir werden den Part an dieser Stelle hier beenden. Und im nächsten Part werden wir weitere Trainer hier kloppen und uns zur nächsten Stadt begeben, die sich hier unten befindet. Schlechtes Deutsch for the win. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns an dieser Stelle im nächsten Part hier wieder. Ich sage Tschüss, euer Bladius.